Heute möchte ich mal wieder ein Fundreinigungsvideo machen und ich habe mir dafür was ausgedacht. Und zwar möchte ich diesen Fund reinigen. Den habe ich vor Ewigkeiten mal an so einem Fluss oder Bach gefunden, an dem Drecksfluss, genau. Das Video dazu blende ich euch ein, vielleicht wollt ihr euch das angucken, wo ich diesen Fund gemacht habe. Und ich habe mir schon immer vorgenommen, das zu reinigen und da ein Video von zu machen. Ich werde diesen Fund mit Oxalsäure reinigen, werde einfach mal zeigen, wie ich das mache. Ich will den einfach komplett sauber machen. Ich will wirklich den ganzen Alufraß entfernen, das Ding soll komplett blank aussehen. Das ist aus der Zeit der Nationalsozialisten und ich wollte halt, wie gesagt, schon immer mal ein Video machen über Aluminium und Oxalsäure, wie man Aluminiumfunde halt wieder komplett blank machen kann. Ich zeige euch mal eben diese Schnalle, das ist auch, wie ihr seht, eine Aluminiumschnalle und die habe ich auch mit Oxalsäure gereinigt und das ist wieder alles komplett gangbar und der Alufraß ist komplett weg. Und sauber und blank. Und so wird das Abzeichen dann am Ende auch aussehen. Ich habe aber nicht nur das Abzeichen, ich habe auch ein Koppelschloss. Ein Koppelschloss vom Reichsarbeitsdienst, auch aus dem Dritten Reich. Dieses Koppelschloss habe ich nicht selber gefunden, das habe ich von jemandem bekommen für dieses Videoprojekt. Also wie gesagt, das ist nicht mein Fund und das werde ich mir natürlich auch nicht ins Regal stellen. Aber mal sehen, was ich damit dann mache, wenn es sauber ist. Weil dieser Fund so extrem verkrustet und dreckig ist, dass man einfach mal zeigen kann, was kann man noch rausholen aus einem Aluminiumfund mit Oxalsäure. Möchte aber ganz deutlich jetzt sagen, dass es hier keine Anleitung ist, sondern mein eigenes Projekt. Ich weiß selber nicht genau, wohin das führt, ob es super gut wird oder nicht. Ihr könnt euch daran natürlich orientieren, aber ihr solltet das nicht als Anleitung sehen. Ich zeige einmal die Oxalsäure. So sieht es aus. Diese Chemikalie, das ist ein weißes Pulver. Und ich arbeite mit Schutzmaßnahmen. Ich habe da eine Maske von 3M, die 7502 heißt die. Da oben steht es. Und ich verwende einen ABEC 1 Filter. Der ABEC 1 Filter, der jetzt da dran ist, ist für Salzsäure ausgelegt. Also der kann Salzsäuredämpfe auch abwehren. Hier sieht man nochmal das Ether, womit ich ja dieses eine Abzeichen gereinigt habe. Hier sieht man auch nochmal ganz klar, was da abgebildet ist. Ganz gefährliche Zeug. Diese ganzen Chemikalien, wie gesagt, das ist keine Anleitung, nur meine Art der Fundreinigung. Ich verwende dazu Schutzmaßnahmen. Ich habe einen sicheren Raum, wo niemand an diese Chemikalien ran kann. Und mit Schutzhandschuhen, Schutzbrille und Schutzmaske mit einem ABEC 1 Filter dran. Ich werde jetzt als erstes mal das Seefahrt ist Notabzeichen hier einhängen mit Oxalsäure und werde mal gucken, ob ich eine Zeitrafferaufnahme machen kann. Dann können wir uns das im Zeitraffer angucken, wie die Oxalsäure arbeitet. So, ich habe jetzt mal das Seefahrt ist Notabzeichen an so einem Deckel hier befestigt und festgeklebt und ich habe jetzt hier Wasser drin. Das ist ganz normales Leitungswasser. Das habe ich mit einem Wasserkocher jetzt erhitzt, also richtig schön heiß zum Kochen gebracht. Die Wirkung ist dann stärker. Wenn man Säure im heißen Wasser auflöst, dann ist die Wirkung viel besser als im kalten. Und ich werde das dann jetzt einfach hier reinmachen. Aber bevor ich das mache, mache ich natürlich Oxalsäure rein. Und zwar nehme ich jetzt einfach hier so einen alten Löffel und den werde ich jetzt einfach gestrichen voll machen. Und das dann da reinmachen, dann zuschrauben und dann seht ihr den Zeitraffer. Ich werde jetzt die Oxalsäure hier nicht in mein Studio in das Wasser machen, weil ich nicht möchte, dass die Dämpfe hier drin rumfliegen. Das mache ich dann in dem anderen Raum. Aber wie gesagt, ich zeige euch mal ungefähr die Menge, die ich nehmen werde. Das ist ungefähr die Menge. Die werde ich jetzt gleich in das Glas reinhauen. Und dann könnt ihr euch den Zeitraffer angucken und wir schauen einfach mal, wie es wirkt. Ich habe gerade mal den Akku gewechselt, weil die Kamera einfach ausgegangen ist. Es kann also sein, dass ein kleines Stückchen fehlt vom Zeitraffer, aber ich denke, das ist kein Problem. Man sieht trotzdem, wie es weitergeht. Und wir lassen es jetzt noch mal eine Stunde drin oder so lange es halt dauert, bis der Rest da unten ab ist.
Der Akku macht jetzt gleich schon wieder schlapp, schon wieder 1,5 Stunden vergangen. Ich werde jetzt diesen Buppel, der da dran hängt, ein bisschen abkratzen, damit es hier nicht noch 10 Stunden dauert, damit die Säure direkt an die Stelle da drunter rankommt. Weil ich würde das Ding ja heute gerne noch reinigen und noch die Aufnahmen machen. So, ich habe jetzt nochmal neues kochendes Wasser da reingemacht und nochmal eine neue Mischung angesetzt, weil das Wasser wurde schon langsam gelb und wenn das Wasser gelb wird bei Oxalsäure, dann hat es seine Wirkung verloren. Und dann muss man das wechseln, vor allem wenn man Eisenfunde damit bearbeitet, weil sonst bekommen die Funde eine gelbe Verfärbung, die man später schwer wieder wegkriegt. Also ich habe jetzt diesen Rostbubbel da unten am Adler, habe ich so ein bisschen mit so einem Piekser entfernt und jetzt lasse ich das nochmal kurz 20 Minuten oder so, damit er noch da unter die fauligen Alufraßreste wegfressen kann, also damit die Säure das wegfressen kann und dann nehme ich raus und dann schauen wir uns das mal an. Jetzt sind nochmal 25 Minuten jetzt vergangen und ich denke, das reicht. Ich werde den jetzt rausnehmen und wir schauen uns mal das Ergebnis an. So, wir befinden uns an meiner Werkbank und hier haben wir jetzt mal das Abzeichen. Es sieht schon ziemlich sauber aus. Ich werde auch gleich wieder ins Studio gehen, weil da einfach die Beleuchtung besser ist. Aber ich werde jetzt hier hinten einfach ein bisschen mal mit dieser weichen Messingbürste noch ein bisschen bürsten, weil da eine ganz schöne eklige Kruste dran ist. An der Anstecknadel, man sieht es auch, dass es dort richtig schmierig ist und noch was abgeht in den Lücken und so. Und das ist übrigens eine Feinbürste. Die ist richtig weich. Messing färbt ab, deswegen werde ich da vorne nicht bürsten damit und auch weil sonst Kratzer rinkommen. Aluminium ist ja recht weich. Legen wir jetzt einfach nur hier hinten um die Stelle, damit die Lücken ein bisschen sauberer werden. So, man sieht vielleicht, dass das Abzeichen jetzt so leicht blass geworden ist, beziehungsweise es hat wie so eine trübe Schicht. Man kann es nicht wirklich erkennen jetzt auf der Aufnahme, aber es ist so. Es glänzt halt nicht. Man kann es jetzt mit so einem Filzstück polieren. Dann fängt es richtig an zu glänzen. Das mache ich jetzt mal. Natürlich muss man das nicht machen, aber in dem Fall mache ich das, um das auch mal zu demonstrieren, wie das dann aussieht. Jetzt sieht man, dass es glänzt. Wenn ich es jetzt nur abspüle und die ganzen Fusseln wegmache, dann glänzt es noch mehr und sieht noch sauberer aus. Ich habe auch die Nadel ein bisschen verändert, ein bisschen verbogen, dass man die wieder einklippen kann. Und hier habe ich meinen Schleifbock stehen, einen coolen alten Metabo, den habe ich mir wieder restauriert. Und da habe ich hier einen Polieraufsatz drauf. Hier drüben habe ich einen Schleifstein drauf und ich werde jetzt einfach mal mit dem Polieraufsatz das Ding noch polieren. So, wir sind jetzt wieder im Studio. Das ist jetzt noch nicht abgespült. Ich habe es jetzt nur gerade mit dem Schleifbock bearbeitet. Normalerweise poliere ich natürlich meine Funde nicht mit dem Schleifbock. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Das war das erste Mal. Ich bin jetzt ganz spontan auf die Idee gekommen, das einfach mal auszuprobieren. Und werde jetzt mal abspülen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ich habe es jetzt mal abgespült. So sieht es jetzt aus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Glänzt halt. Auf jeden Fall ist dieser gesamte Alufraß ist weg. Hier ist ein Fussel dran. Also von dem gesamten Alufraß ist halt nichts mehr übrig. Und auch oben hier am Flügel sieht man, da war halt besonders zerfressen. Da ist jetzt der Alufraß komplett weg. Und es sieht doch irgendwie ganz nett aus. Ich zeige euch mal noch die Seite. Auch da sieht man jetzt, dass in den Löchern nichts mehr übrig ist von diesem ekelhaften Fraßzeug. Man kann die Nadel wieder öffnen. Und so kann man halt Aluminiumfunde mit Oxalsäure reinigen. Man muss sie natürlich nicht anschließend mit einem Schleifbock polieren. Das habe ich jetzt einmal gemacht, um das mal zu schauen, wie das aussieht. Ich finde das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, mache ich jetzt mit dem Koppelschloss weiter. Mit diesem alten, vergammelten Koppelschloss. Guckt euch mal diese Kruste an, die hier hinten drin hängt.
Da werde ich gleich einen Zeitraffer machen. Ich habe auch noch mehr Sachen. Ich habe hier noch ein paar mehr Funde. Ich habe zum Beispiel hier noch ein... Ja, was ist das überhaupt? Von 1931 ist das. Ich glaube, das ist, war irgendwas mit einem Magier. Irgendwie so ein Eintrittskartenchip oder sowas. Und dann haben wir hier noch was. Das müssten 200 Mark sein, auch aus Aluminium. Da sieht man auch, dass da eine richtig harte Kruste dran ist. Und dann habe ich noch einmal 1. Mai 1936. Und da ist auch eine richtig harte Kruste hinten dran. Und da will ich auch mit Oxalsäure ran. Hier kann man aber sehr schön erkennen, über dem Aluminium ist irgendwie noch eine andere Schicht. Eine glänzende silberne Schicht. Und die ist aber schon fast weg und die wird natürlich auch nicht erhalten bleiben, wenn man das mit Oxalsäure reinigt. Das frisst das alles weg. Bei den drei Funden mache ich aber keinen Zeitraffer. Die werde ich einfach so ins Glas schmeißen. Also ein Zeitraffer ist ganz schön aufwendig. Und das werde ich aber bei dem Koppelschloss machen, weil das sieht bestimmt lustig aus, wenn dieser ganze Krustendreck da abbröckelt und so langsam da ein Bild entsteht. Da bin ich echt gespannt, wie das dann aussieht. Ich hänge das jetzt ins Glas und mache dann die Kamera direkt an, sobald das losgeht. Ja, also man sieht nichts mehr, ist mir gerade aufgefallen. Ich werde jetzt das Wasser auskippen, Koppelschloss kurz zeigen und dann eine neue Lösung anrichten. Und man sieht auch, dass es gelb geworden ist. Also die gelbliche Verfärbung ist auf dem Video gar nicht so zu erkennen, aber hier, wenn ich mir das so angucke, ist richtig gelb. So sieht es jetzt aus. Ich werde jetzt einmal eine neue Lösung anrichten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke mal, jetzt kann man dann auch ein bisschen mehr sehen. Hier hinten ist noch richtig eklig viel Schmodder drin. So sieht es jetzt aus. Der Akku war gerade wieder alle und das Wasser wurde auch ganz trüb. Ich habe jetzt wieder eine neue Lösung angerichtet, beziehungsweise ich habe neues heißes Wasser geholt und werde jetzt wieder neue frische Oxalsäure reinmachen und hoffe, dass wir dann ein bisschen was sehen können. So sieht es jetzt aus. Der nächste Tag ist herangebrochen. Ich habe gestern Abend das noch eine Stunde drin gelassen. Den Zeitraffer habt ihr gerade gesehen. Und dann habe ich rausgenommen und jetzt habe ich heißes Wasser wieder reingemacht und mache einfach nochmal eine neue Mischung. Und wir schauen uns mal den Zeitraffer an, was da so passiert jetzt. Ich werde jetzt die Mischung mal ein bisschen stärker machen und den richtig schönen großen gehäuften Esslöffel Oxalsäure darin umrühren und mal schauen, wie schnell die Oxalsäure da den Dreck runterfrisst.
habe jetzt gerade noch mal eine richtig starke Lösung reingemacht. 2 gehäufte Esslöffel, weil es waren schon wieder jetzt 1,5 Stunden rum und so langsam wird doch ganz schön viel Videomaterial. Ich habe schon über 100 GB jetzt, aber jetzt gucken wir uns erstmal den nächsten Zeitraffer an. So, ich habe das Koppelschloss jetzt mal rausgenommen. Ist schon wieder ein Tag vergangen. Ich habe das Koppelschloss jetzt über Nacht drin gelassen. Also nochmal so ungefähr 15 Stunden. Und man sieht, dass die Säure ganz schön viel weggefressen hat. Aber immer noch überall Reste dran sind. Diese ganzen Löcher hier, die sind jetzt nicht von der Säure da reingefressen worden, sondern das Material wurde von dem Alufraß so zerfressen und die Oxalsäure frisst nur dieses ganze, ja, den Alufraß raus und dann sind halt die Löcher zu sehen. Wie gesagt, man kann sowas auch anders machen, man kann das drinnen lassen, dann sieht das vollständiger aus, aber das möchte ich nicht. Ich möchte dieses Koppelschloss komplett blank haben, komplett befreit von allen Alufraßresten, auch wenn man dann ganz viele Löcher sieht. Das ist mir egal, ich möchte das komplett sauber haben in dem Fall und ich werde jetzt einfach mal mit der Bürste hier, das ist eine Drahtbürste, die ist auch recht weich, bürsten. Dann habe ich hier ein bisschen Wasser zum Abspülen, damit man jetzt sehen kann, dann mal schauen, wie es dann gleich aussieht. Ich vermute, es muss noch mal rein in Oxalsäure, weil man sieht, da ist noch überall ganz viel dran. Stempel sieht man jetzt nicht mehr. Es kann sein, dass der Stempel genau hier war, wo das so weggefressen ist. Ist natürlich schade, aber ist auch nicht so schlimm. Da sieht man schon, dass das abgeht, diese weißen Sachen. Kann man also leicht abbürsten. Ding hat sich jetzt hier gelöst. Das war nur noch so dran. Das heißt, diese Schelle, die eigentlich die 2 Dornen da dran hält, die ist jetzt ab. Hier sieht man, dass es komplett lose ist, gar keinen Halt mehr hat. Das Stück hier, nur auf der Seite, der Koffer geht nicht ab. Ja, mehr geht nicht ab durch das Bürsten. Hier sieht man, da ist auch noch Kruste dran. Hier überall, hier hinten, richtig harte Verkrustungen, das möchte ich alles abhaben. Deswegen lege ich das jetzt wieder in Oxalsäure, da werde ich aber diesmal keinen Zeitraffer machen. Wir gucken uns das gleich an, wenn die Oxalsäure damit fertig ist. Während das Koppelschloss jetzt in Oxalsäure liegt, für mehrere Tage noch, so lange wie es halt dauert, bis es richtig blank ist, will ich euch mal die Dinger zeigen. Das sind die 3 Gegenstände, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Die waren ja völlig verkrustet. Die hatte ich jetzt über Nacht in Oxalsäure drinnen liegen, in einem Glas, ohne wechseln. Also einfach eine Mischung und dann drinnen liegen lassen. Und ich würde sagen, die waren jetzt auch so 15 Stunden drinnen oder so. Und jetzt kann man jetzt sehr schön erkennen, dass dort halt überhaupt keine Kruste mehr vorhanden ist. Das Aluminium ist komplett freigelegt. Man kann alles lesen. 1931, Wintergarten, Berlin. Und das war, glaube ich, irgend so ein Zauberer damals, Cortini. Und das war, glaube ich, der Eintrittschip. Bin mir da nicht genau sicher, was die Geschichte angeht, aber ich glaube, so war's. Dann haben wir hier 500 Mark von 1923, soweit ich das erkennen kann. Das ist Geld aus der Weimarer Republik, also Inflationsgeld, wo das Geld nichts mehr wert war. Da konnte man dann für, weiß ich, 20.000 Mark ein Brot kaufen. Und dann war noch ein 1. Mai 1936 Abzeichen dabei. Hier sehen wir jetzt sehr schön die gelbe Verfärbung am Eisen, die man schwer wieder wegbekommt, weil es eben lange drin lag. Ich habe es einfach drin liegen lassen, bis die Säure überhaupt keine Wirkung mehr hatte. Und wenn man das mit Eisenfunden macht, dann werden die so gelb und kriegt man wirklich schwer wieder weg. Da muss man immer regelmäßig rausnehmen, bürsten, frischet machen und so weiter. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde die Dinger jetzt noch am Schleifbock polieren. Mal sehen, wie das aussieht. Jetzt sieht man sehr schön das polierte Stück mal. Hier sieht man mal im Gegenstück, das, was frisch aus der Oxalsäure ist und abgespült. Und hier sieht man, wie blass das ist.
Und ja, sieht man halt, wenn man es poliert, dann wird es halt glänzend. Ne? Aber es ist halt so, dass Funde, wenn die aus der Oxalsäure kommen, hauptsächlich Aluminiumfunde, die sind dann halt belegt mit so einer komischen blassen Schicht. Das kann man mit verschiedenen Möglichkeiten runtermachen, zum Beispiel mit so einem Filzstück, wie ich schon gezeigt hatte. Oder manche Leute machen das dann mit Stahlwolle oder mit einer Messingbürste. Aber ich habe gerade bemerkt, wenn man das jetzt mit dem Polierbock macht, das ist ja viel feiner. Und dann kommen dann auch überhaupt keine Kratzer drin. Und ich werde jetzt diese zwei Dinger auch noch mit dem Polierbock einfach polieren. Einfach nur mal so, um zu gucken, wie es aussieht. Hier ist das Koppelschloss jetzt nach nochmal 3 Tagen in Oxalsäure. Ich habe jetzt einfach keine Zeitraffer mehr aufgenommen, weil das einfach viel zu viel Videomaterial wird. Das Video wird dadurch immer länger und das hat sich auch nicht mehr so viel getan. Man sieht natürlich, dass überall die ganze Kruste und so weg ist. Trotzdem sind hier noch so ein paar kleine Stellen, die werde ich jetzt gleich noch wegbürsten und mit so einem kleinen Metallpikser wegmachen. Hier auch. Und hier hinten sieht man, dass da noch alles richtig verkrustet ist. Und diese Kruste geht einfach nicht ab. Wird wahrscheinlich noch 1 Woche dauern oder 2. Und ich müsste das wieder in Oxalsäure legen, damit es komplett blank wird und diese ganze Kruste hier abgeht. Dafür fehlt mir jetzt aber die Zeit, weil ich möchte ja dieses Video jetzt so schnell wie möglich rausbringen. Und deswegen mache ich da jetzt einfach nicht weiter. Ich denke, man hat gesehen, was möglich ist mit Oxalsäure, was man da alles mit entfernen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich jetzt mit dem Koppelschloss mache, ob ich es jetzt noch poliere. Ich meine, wir haben es jetzt mal so gesehen, frisch aus der Oxalsäure abgespült und getrocknet. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mit dem Polierbock polieren, weil das ist ja hier ein Experiment. Es geht hier nicht in dem Video darum, Funde im Fundzustand zu erhalten, sondern es geht schlicht und einfach darum, Funde, die aus Aluminium sind, mal komplett blank zu machen. Nur darum geht es hier in dem Video, wie man Funde erhält mit Patina und so weiter. Das habe ich ja in einem anderen Video gezeigt. Das macht man dann, indem man die nur mit Wasser reinigt und vielleicht mit den Stiften hier ein bisschen den Dreck entfernt. In diesem Fall hier will ich die Funde ja mal komplett blank machen. Und deswegen werde ich das Ding jetzt auch noch polieren mit einem Polierbock. Und mal schauen, wie das dann aussieht. So, ich habe es mal poliert. So sieht es jetzt aus. Das ist jetzt quasi der finale Zustand von diesem alten Koppelschloss. Ich werde euch nochmal jetzt ein Vorher-Nachher-Bild einblenden. Also hier seht ihr jetzt, wie es vorher aussah. Und hier seht ihr, wie es jetzt aussieht. Ich finde, dass die Oxalsäure da gute Arbeit leistet, wenn man Aluminiumfunde von Aluminiumfraß komplett befreien will. Außer an der Innenseite, da hat es jetzt nicht so richtig funktioniert. Wie gesagt, es würde wahrscheinlich noch bestimmt 1 Woche dauern, bis die Oxalsäure diese ganz harte Kruste da entfernt hat. Ich habe die Dornen hier wieder rangemacht und man kann auch das Ding jetzt wieder drehen hier. Wie ihr seht, hat sich das hier lockert. Das ist von Kruste auch befreit komplett und kann jetzt wieder bewegt werden. Ein Stempel ist, wie gesagt, nicht zu finden. Findet, hat doch irgendwo einen alten Charakter. Durch diese ganzen Löcher und den ganzen Fraß finde ich doch, dass es irgendwie schön aussieht. Auch wenn es blank ist, sieht man die Spuren der Zeit durch den Fraß, der sich ins Aluminium reingefressen hat über die Jahre. Wie gesagt, das entsteht ja nicht durch die Oxalsäure. Die Oxalsäure greift ja das Aluminium nicht an, aber die greift halt diesen Fraß an. Und diese ekelhafte Fäulnis, die da vorhanden war, die wird halt komplett vertilgt. Ich will euch noch ein paar andere Aluminiumfunde zeigen, die ich auf die Art und Weise gereinigt habe und natürlich auch die anderen Sachen, die ich auch noch hier jetzt gerade in dem Video gereinigt habe. Ich zeige euch aber noch mal kurz den Löffel. Das ist ein originaler Luftwaffe-Löffel. Den habe ich mal gefunden. Das Video dazu werde ich euch jetzt mal einblenden. Das ist eigentlich ein ganz schönes Video, ist schon etwas älter, aber das solltet ihr auf jeden Fall anschauen, weil da gibt es echt schöne Funde. Auch ein Panzerkampfabzeichen haben wir da gefunden und halt auch diesen Löffel und noch ein Hitlerjugendkoppelschloss. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, falls ihr das noch nicht kennt. Wie gesagt, ich werde es jetzt verlinken. Oben wird es gerade eingeblendet mit diesem I. Ja, ein Luftwaffelöffel aus Aluminium und den habe ich auch mit Oxalsäure gereinigt. Und ihr seht, auch da hat die Oxalsäure den Alufraß weggemacht und ich habe den Löffel jetzt schon lange, schon seit vielen Jahren und da hat sich nichts mehr gebildet. Also da ist nichts mehr weiter verfault oder ähnliches. Der ist quasi haltbar jetzt. Ich denke nicht, dass der weiter vergammeln wird. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, den damals mit Oxalsäure so zu reinigen. Hier ist der Stempel. Wenn ihr mal sowas findet, mit so einem Stempel drauf, wo Fluff drauf steht, das steht halt für Luftwaffe FLUV. Und hier steht auch noch was drauf, ein Stempel vom Hersteller. Und denke mal, die 39 steht für 1939. Dann diese Schnallen, die auch von der Wehrmacht sind, also aus dem Zweiten Weltkrieg. Die habe ich auch mit Oxalsäure gereinigt. Hatte ich euch aber auch schon gezeigt. Auch wieder komplett blank und haltbar. Hier ist noch eine.
leider keinen Stempel drauf. Und auch diesen Zeltherring habe ich mit Oxalsäure gereinigt und komplett blank. Und hier sieht man noch einen Hersteller. Und ich glaube, das handelt sich dabei um NVA. Das müsste ein NVA-Hering sein, bin mir nicht ganz sicher. Dann diesen Zeltherring, auch Aluminium. Das müsste aber Wehrmacht sein. Diese Zeltheringe finde ich extrem schön und sehr interessant, wenn man die findet. Denn die sind alt und hier oben steht auch was. Steht eine 37 und ein S ist darunter gestempelt. Und das sind Zeltheringe aus dem Zweiten Weltkrieg, die von der Wehrmacht verwendet wurden. Davon habe ich zwei Stück und es war mir auch wichtig, die komplett von diesem ekelhaften Aluminiumfraß zu befreien, damit die nicht weiter gammeln und ich mir die irgendwo in meine Vitrine legen kann oder zumindest zu diesen Sachen aus der Zeit. Und dieses Flugzeug habe ich gefunden, damals in einem meiner ersten Videos. Ich weiß leider nicht mehr, welches Video das war, da müsste ich jetzt nachschauen. Und das ist auch aus Aluminium. Das ist ein Spielzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Damit haben die Kinder gespielt. Das hatte halt auch ganz starken Aluminiumfraß. Und ich wollte nicht, dass das weiter fault. Und deswegen habe ich das auch ganz intensiv in Oxalsäure gereinigt. Das hat auch ganz lange gedauert. Da waren nach Tagen und Wochen immer noch Fraßreste dran. Und ich habe es halt immer wieder gemacht, bis halt wirklich nichts mehr dran war von Aluminiumfraß. Und jetzt ist es halt komplett löchrig halt, aber eben, es fault nicht weiter. Und das habe ich übrigens auch in Paraffin gekocht damals mit meinem Helm zusammen, einfach um irgendwie das noch haltbarer zu machen. Und das hat auch eine ganze lange Zeit geblubbert. Also da ist richtig das Wachs eingezogen. Keine Ahnung, ob das was bringt bei Aluminium, aber ich habe es einfach mal gemacht. Aber nun kommen wir zu den Funden, die ich hier tatsächlich im Video gereinigt habe. Und zwar hatten wir ja hier dieses auch schon wieder aus dem Dritten Reich. Seefahrt ist Not, Anstecker. Den hatte ich euch auch schon gezeigt. Der ist jetzt so fertig. Ich mache da auch nichts mehr dran. Der wurde halt poliert. So sieht er von hinten aus. Ziemlich blank und sauber. Und ja. Dann hatten wir hier Ditte. Das ist ein sehr interessantes Objekt. Und zwar ist das nämlich der Cortini. Und Cortini möchte ich euch noch in der Videobeschreibung verlinken. Das ist nämlich ein Magier gewesen von damals. Der hat Zauberkunststücke aufgeführt und ist bis heute ein sehr bekannter Zauberer gewesen. Der ist gestorben. Könnt ihr euch alle durchlesen. Wie gesagt, steht in der Videobeschreibung dann der Link. Und diese Münzen oder diese Medaillen, wie nenne ich sie denn jetzt? Diese Chips sind das gewesen. Die wurden damals ausgegeben. Entweder war das der Eintrittschip oder es war einfach nur so eine Art Werbeschip. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es da ganz verschiedene von. In diesem Fall ist es der vom September 1931, Wintergarten Berlin. Und da gibt es aber noch andere mit Gala Berlin und mit einem anderen Datum, zum Beispiel 1930 und so weiter. Und dieser Typ, der erinnert mich so ein bisschen mit diesem Loch hier oben drin an den T-1000 von Terminator 2. Ihr wisst schon, wen ich meine. Der Terminator aus flüssigem Metall. So ein bisschen. Na gut. Dann kam noch dieses Ding, das hatte ich ja auch gereinigt und poliert. 1. Mai 1936. Ein Tag der Arbeit, Abzeichen und auch mit Oxalsäure von Aluminiumfraß befreit und poliert. Da sieht man nochmal den Hersteller, Lüdenscheid. Und dann dieses Stück. 500 Mark, das war ja auch völlig verkrustet und verkeimt. 500 Mark aus der Weimarer Republik. Und ich glaube, das ist dann der einzigste Fund, der nicht aus dem Dritten Reich stammt, den ich hier heute gereinigt habe in diesem Video. Und da möchte ich noch kurz was sagen zu. Ging mir hier nicht darum, Funde oder Hakenkreuze zu zeigen und irgendwie das Dritte Reich zu verherrlichen oder so ein Quatsch. Es ging einfach darum, Aluminiumfunde zu zeigen und zu reinigen. Und es ist nun mal so, dass zu dieser Zeit sehr viel Aluminium produziert wurde. Sehr viele Sachen aus Aluminium. Ihr habt es gesehen, Zeltheringe, Schnallen, Koppelschlösser, Löffel sogar und halt auch diese Münzen, Eintrittschips, Taler, alles Mögliche wurde damals zu dieser Zeit aus Aluminium gefertigt und aus diesem Grund sind halt die Sachen meistens aus dem Dritten Reich, wenn es um Aluminium geht. Denn Aluminium ist noch ein sehr junges Metall. Aluminium stammt ungefähr von 1825. Ungefähr da in der Zeitspanne wurde das erste Mal mit Aluminium verschiedene Sachen hergestellt und dementsprechend findet man natürlich kein Mittelalterzeug aus Aluminium. Das ist quasi unmöglich. Und deswegen ist es halt so, dass man sehr viele Sachen aus dem Dritten Reich findet und deswegen wurden auch viele Sachen heute aus dem Dritten Reich in diesem Fundreinigungsvideo gezeigt.
Ja, in einem anderen Video zeige ich wieder andere Sachen und andere Fundreinigungsmethoden, die ich immer mal wieder hier auf meinem Kanal veröffentliche, in der Kategorie Fundreinigung und Konservierung. Heute war es mal Aluminium und ihr habt gesehen, die Funde wurden sehr blank und das war ja auch nur ein Experiment. Also ging hier wirklich heute nicht darum, die Funde zu erhalten mit irgendeiner Patina, was man ja sowieso bei Aluminium eigentlich gar nicht kann, sondern ging wirklich darum, zu zeigen, wie stark frisst denn die Oxalsäure den Aluminiumfraß weg und wie blank kann man so einen richtig ekelhaft verkrusteten Fund dann noch kriegen, wenn man den da irgendwo findet und das Aluminium ist richtig verfault. Ja, dann habt ihr gesehen, Oxalsäure ist da eigentlich die beste Variante, um diesen ganzen Fraß zu entfernen. Jetzt habe ich ganz schön viel lange erzählt am Ende des Videos. Ich hoffe, es war nicht zu viel und ich werde jetzt sofort das nächste Video gleich produzieren müssen, denn ich möchte ja dieses Jahr so viele Videos rausbringen wie noch nie vorher auf meinem Kanal und deswegen muss ich gleich weitermachen. Und freue mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie reinigt ihr eure Funde, eure Aluminiumfunde? Macht ihr das auch mit Oxalsäure oder verwendet ihr andere Chemikalien oder lasst ihr die so im Fundzustand? Und vielleicht wisst ihr jetzt, wie ihr eure Funde mit Oxalsäure reinigen könnt oder auch nicht oder ob ihr es vielleicht lassen solltet oder wie weit man dann geht mit der Reinigung, wie lange man es drin lässt und man es dann anschließend poliert oder nicht, wird es natürlich jedem selber überlassen. Und ja, ich hoffe, es war informativ und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann und dann wünsche ich euch noch viel Spaß, was auch immer ihr macht.